Hallo und guten Tag. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer Veranstaltung Männerräume 2.0 von roten Pillen der Manosphäre und dem Internet als Brutkasten antifeministischer Einstellungen begrüßen. Es kommen gerade immer noch Teilnehmende rein, aber jetzt sind, glaube ich, ja, ich denke, wir fangen jetzt wirklich an. Mein Name ist Henning von Bargen. Ich leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert, das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Besonders willkommen heißen möchte ich die Soziologin und politische Bildnerin Angela Frick aus Freiburg. Und wir sehen sie jetzt, glaube ich, auch. Hallo, Angela. Angela Frick befasst sich als Soziologin mit den Schwerpunkten Antifeminismus und Männlichkeit und treibt sich oft in den düsteren Ecken des Internets herum. Und als politische Bildnerin und Bildungsreferentin arbeitet sie mit Jugendlichen und Erwachsenen rund um die Themen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Verschwörungsideologien und Hass im Netz. Aktuell schreibt sie außerdem ihre Masterarbeit in Soziologie und Gender Studies an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Die Veranstaltung heute ist Teil des Projektes Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, welches vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert wird. Das Projekt, welches wir im Verbund mit der Amadeo-Antonio-Stiftung und dem Dissens-Institut für Bildung und Forschung durchführen, will staatliche und zivilgesellschaftliche AkteurInnen, MultiplikatorInnen sowie Erwachsene, junge Erwachsene für die demokratiegefährdenden Auswirkungen von antifeministischen Denkweisen, Ideologien und auch Verhaltensweisen sensibilisieren. Und das tun wir mit Informationsangeboten, Fortbildungs- und Vernetzungsangeboten, die zur Auseinandersetzung und dem Umgang mit dem Phänomen Antifeminismus anregen sollen. Wenn Sie Fragen oder auch Anregungen zu unserem Projekt haben, dann schreiben Sie uns gerne an die Projektadresse antifeminismus@böll.de, wird auch gleich im Chat erscheinen. Und wenn Sie Interesse daran haben, Mitglied des Netzwerkes zu werden, wenn Sie es noch nicht sind und unseren Newsletter erhalten möchten, dann können Sie sich gerne in unseren Verteiler eintragen. Auch den Link dazu werden Sie gleich im Chat finden. Eines unserer Informationsangebote ist eine E-Paper-Reihe zur Fragestellung, was ist eigentlich Antifeminismus? Viele reden drüber, aber nicht alle wissen, was sich dahinter verbirgt. Und die Artikel dieser E-Paper-Reihe beleuchten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven das Phänomen Antifeminismus und helfen so zu einem besseren Verständnis und auch bei der politischen Einordnung. Das erste E-Paper wurde von Angela Frick verfasst mit dem Titel, wie heute auch die Veranstaltung, Männerräume 2.0 von roten Pillen der Manosphäre und dem Internet als Brutkasten antifeministischer Einstellungen. Das werden wir also heute in Auszügen auch vorstellen, beziehungsweise Angela Frick wird das vorstellen. Worum geht es konkret? Ja, vielleicht oder wahrscheinlich kennen Sie aus Ihrem Alltag oder auch dem beruflichen Umfeld Behauptungen über die angeblich längst erreichte Gleichstellung der Geschlechter oder über Männer, die die eigentlich Benachteiligten dieser Gesellschaft wären. Vielleicht sind Ihnen auch schon Abwertungen von Menschen aufgrund gelebter geschlechtlicher Vielfalt begegnet. Viele Hasskommentare in den sozialen Medien gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Intertrans und auch nicht-binäre Personen gehören dazu. Auch rassistische Zuschreibungen gegenüber Menschen sind Ihnen in diesem Zusammenhang sicherlich schon mal begegnet. Hinter solchen und vielleicht auch anderen Äußerungen stecken oft antifeministische, demokratiefeindliche Haltungen, Denkweisen und auch Ressentiments und eben Ideologien.
Und da stellt sich unweigerlich die Frage, was Antifeminismus eigentlich genau ist. Was steckt hinter den sogenannten Anti-Gender-Bewegungen? Wie wirken sich diese auf unsere Demokratie aus? Ist das wirklich was, was größere Wirkungen hat oder sich nur am Rande der Gesellschaft abspielt? Wir verstehen auch in unserem Projekt unter Antifeminismus, wenn Personen oder Gruppen feministische Anliegen und Positionen pauschal, aktiv und oft organisiert bekämpfen oder zurückweisen, sei es in Internetdiskussionen, sei es in Parteien oder anderen Gruppierungen, in beruflichen Kontexten, wo auch immer. Antifeminismus ist eine zentrale Denkweise aus unserer Sicht und Ideologie im Rechtspopulismus, in der neuen Rechten, im Rechtsextremismus und auch in anderen demokratiefeindlichen Phänomenen. Und er verbreitet sich daher in den letzten Jahren ebenso wie autoritäre, vielfaltsfeindliche und extrem rechte Bewegungen und menschenfeindliche Ideologien. Was dabei besonders ist, und da wird auch Angela Frick kurz darauf eingehen, Antifeminismus fungiert als Brücke in die gesellschaftliche Mitte und trägt dazu bei, unter anderem rechtsextreme und vielfaltsfeindliche Einstellungen, Haltungen und Ressentiments zu normalisieren. Wir merken dann nicht mehr, dass das Angriffe sind, sondern finden, dass es normal ist. Und damit schwächt Antifeminismus den gesellschaftlichen Zusammenhalt und untergräbt die Demokratie. Angela Frick wird das Phänomen Antifeminismus nun in ihrem Vortrag etwas weiter ausführen und den Fokus legen auf die Manosphäre und Männlichkeitsvorstellungen, die dort vorherrschen. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie als Publikum Gelegenheit, Fragen zu stellen und auch Statements zu geben. Sie können dafür zum einen das Fragen- und Antwort-Tool nutzen, das von meinen KollegInnen Sandra Ho und Julia Hartlepp betreut wird. Zum anderen, wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion. Das ist das Menü Reaktionen oder Ähnliches unten. Und wir holen Sie dann mit Bild und Ton auf die Bühne. Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns haben, dann können Sie dazu den Chat nutzen und unseren technischen Support auch direkt kontaktieren. Ich möchte darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder auch im Chat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Und ganz wichtig, Sie haben es vielleicht schon gesehen, oben links im Bildschirm, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Und mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme haben Sie sich bereit erklärt, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Jetzt noch zum Schluss einen Hinweis auf eine kleine Umfrage oder eine Evaluation dieser Veranstaltung. Momentan werden die Angebote des Gunda-Werner-Instituts im Rahmen des Verbundsprojekts durch das unabhängige Forschungsinstitut Camino evaluiert. Camino hat die wissenschaftliche Begleitung des Projektes übernommen. Und sehr gerne möchte Camino und wir natürlich auch in Erfahrung bringen, wie sie unsere Veranstaltung heute und generell unsere Veranstaltung erlebt haben. Daher bitten wir darum, einen Fragebogen auszufüllen am Ende der Veranstaltung oder auch im Nachgang dazu. Den Link dazu stellen wir nachher in den Chat und wir erlauben uns auch noch, Sie im Nachgang zu der Veranstaltung per E-Mail um die Beantwortung der anonymen Umfrage zu bitten. Ziel dieser Befragung ist es, wie gesagt, Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Bildungsangebote im Rahmen unseres Projektes Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, sowie für die Einschätzung von Handlungsbedarfen zur Prävention und auch Bekämpfung von Antifeminismus zu gewinnen. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie teilnehmen an dieser Befragung und ja, hoffen, dass möglichst viele das auch wahrnehmen. Bevor ich nun an Angela Frick übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben. Gabriel Fritz von der Technik, Philipp Straub vom Tagungsbüro und meine KollegInnen im Gunda-Werner-Institut, Julia Hartlepp und Sandra Ho. Ohne all diese KollegInnen und noch weitere im Hintergrund würden wir Veranstaltungen wie diese nicht realisieren können. Vielen, vielen, vielen Dank.
So viel nun von mir und damit übergebe ich an Angela Frick und es wird auch eine kleine Präsentation geben. Ich hoffe, man sieht die Präsentation schon. Ja, perfekt. Ja, hallo und guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich total, hier zu sein und danke auch Henning von Wagen bzw. dem Gunda-Werner-Institut und dem Projekt Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken für die Einladung. Ich bin total überwältigt von der Anzahl an TeilnehmerInnen, die sich für das Thema interessieren und möchte deshalb auch direkt starten. Nur bevor es losgeht, der Hinweis, Henning hat es schon angesprochen, ich habe zu dem Thema des Vortrags ein E-Paper geschrieben, das unter antifeminismus-begegnen.de abzurufen ist und werde deshalb innerhalb des Vortrags auf Literaturhinweise verzichten. Die sind dann im Literaturverzeichnis des E-Papers zu sehen. Ja, Männerräume 2.0. Was habe ich heute vor? Ich möchte heute gerne sprechen über, was ich männliche Verunsicherungserfahrung nenne, wie diese übersetzt wird in eine Erzählung der Krise der Männlichkeit, wie diese Erzählung einer Krise der Männlichkeit dann wiederum Einzug in die Manosphäre findet, was genau die Manosphäre ist, dazu komme ich auch noch. Und was das mit der Red Pill zu tun hat, so viel vorweg, die Red Pill ist eine antifeministische Verschwörungsideologie der Manosphäre. Dann komme ich zum Titel der Veranstaltung Männerräume 2.0 und was ich darunter verstehe, werde ein bisschen was erzählen zu der Männlichkeitsforschung, wie davon ausgegangen wird, wie Männlichkeit hergestellt wird und finde dann eine Brücke über bestimmte Männlichkeitsbilder zum Thema Antifeminismus und rechte Gewalt aus der Männosphäre. Zu guter Letzt werde ich dann noch einen kurzen Blick auf die antifeministischen Einstellungen in Deutschland aus dem Jahr 2022 werfen, anhand der Ergebnisse der Leipziger Autoritarismusstudie und dann am Ende in Frage stellen, ob diese Krisenerzählung der Männlichkeit denn wirklich so treffend ist oder ob wir es nicht viel mehr mit einer Krisenerzählung der Demokratie zu tun haben könnten, wenn wir dem Thema wenig Beachtung schenken. Genau, los geht's. Feminismus, Neoliberalismus und männliche Verunsicherungserfahrung, was meine ich damit? Ich meine damit, dass es die letzten Jahrzehnte einen gesellschaftlichen Wandel gab, der war durch ganz viele Faktoren geprägt, aber unter anderem auch durch feministische Emanzipationsbestrebungen. Auch da gab es ganz viele unterschiedliche Forderungen, aber eben auch Forderungen nach mehr Selbstbestimmungsrechten und Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern. Und diese Forderungen wurden dann im gesellschaftlichen Diskurs vor allem geführt über Debatten um Quotenregelung und die MeToo-Debatten. Was hatten diese Debatten zum Ziel? Was hatten die feministischen Emanzipationsbestrebungen zum Ziel? Es ging dabei um eine Sichtbarmachung in Fragestellung und perspektivisch auch den Abbau patriarchaler Machtstrukturen. Wenn sich das jetzt anhört, kann man sich schon eine Vorstellung machen, was ich dann mit männlicher Verunsicherungserfahrung meine. Ich meine damit, dass zum Beispiel Forderungen oder vielleicht auch nicht unbedingt Forderungen, sondern auch die Fragen danach, die ehrlichen Fragen, wie man denn da noch Komplimente machen dürfte, die wir ganz häufig während der MeToo-Debatten gehört haben, oder auch Sorgen um Arbeitsplätze. Wenn diese zum Ausdruck gebracht werden, dann spricht es meiner Meinung nach für, was ich männliche Verunsicherungserfahrung nenne. Zum anderen gab es auch den neoliberalen Umbau der Gesellschaft, vor allem über die Umstrukturierung des Arbeitsmarktes. Die hat dazu geführt, dass ganz viele Menschen und Familien prekarisiert wurden, was wiederum dazu geführt hat, dass das sogenannte Alleinernährermodell, also die Überzeugung davon, dass in der Regel der Vater als Familienoberhaupt der Ernährer der Familie und für die Existenz der Familie zuständig ist und da auch finanziell dann über Lohnarbeit dafür aufkommt, während die Mutter zu Hause Fürsorgearbeit leistet.
Dieses Alleinernährermodell ist, wie gesagt, durch diesen neoliberalen Umbau des Arbeitsmarktes für viele Menschen so nicht mehr möglich, für viele Familien so nicht mehr möglich. Stattdessen wurde es abgelöst von einem Zweiernährermodell. Auch hier können wir uns schon vorstellen, wo dann männliche Verunsicherungserfahrung mit reinkommt. Und das hängt dann zusammen mit dem Auflösen tradierter Geschlechterrollen. Vorher gab es ganz klar das Bild, der Vater als Ernährer, plötzlich sind beide Elternteile in der Lohnarbeit beschäftigt und für die finanzielle Existenz der Familie verantwortlich. Außerdem hat der Neoliberalismus, aber ebenso auch feministische Emanzipationsbestrebungen dazu geführt, dass ehemals männlich dominierte Arbeitsfelder, ich denke da an die Ökonomie, ich denke an Forschung, an technische Arbeitsfelder, die IT, dass die aufgebrochen wurden und auch hochausgebildete, hochqualifizierte Frauen da beschäftigt wurden. Auch hier haben wir dann wieder eine Verunsicherung von tradierten Geschlechterrollen. Und diese Entwicklung führen dann zu, was ich männliche Verunsicherungserfahrung nenne. Per se ist Verunsicherung eigentlich nichts Negatives. In dem Moment, wo wir eine Auflösung oder auch einen Bruch von Strukturen haben, von Machtstrukturen, von Sicherheiten, geht es mit Verunsicherung einher. Das bedeutet aber auch, dass diese Verunsicherung eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass sich was verändern kann. Das per se erstmal auch positiv. Allerdings, und da komme ich zu meinem nächsten Punkt, wird diese Verunsicherungserfahrung von antifeministischen AkteurInnen übersetzt in die Erzählung der sogenannten Krise der Männlichkeit oder auch Krise des Mannes. Die Krise der Männlichkeit ist eine vermeintlich objektive Opfererzählung, die die Männer als Opfer der Gesellschaft, als Opfer des Systems darstellt. Da fallen dann so Stichworte wie Männer als Modernisierungsverlierer, Jungs als Bildungsverlierer, aber auch das männliche Geschlecht als das Unterdrückte des Feminismus und Zielscheibe einer Feminisierungsbestrebung. Feminisierungsbestrebung meint, dass seitens antifeministischer AkteurInnen davon ausgegangen wird, dass Männer nicht mehr Männer sein dürfen, sondern verweiblicht würden innerhalb einer feministischen Gesellschaft. Ich habe es vorhin erwähnt, durch den Umbau des Arbeitsmarktes kam es bei vielen Familien, bei vielen Individuen zu einer Prekarisierung. Jetzt ist es allerdings so, dass sich mit dieser vermeintlich objektiven Opfererzählung nicht nur Menschen identifizieren können, Männer identifizieren können, die tatsächlich betroffen sind von dieser Prekarisierung, sondern es geht vielmehr um subjektives Empfinden. Es geht darum, sich subjektiv mit dieser Erzählung identifizieren zu können. Was hat jetzt die Erzählung einer Krise der Männlichkeit mit der Manosphäre zu tun? Um die Brücke herzustellen, muss ich erstmal kurz darauf eingehen, was die Manosphäre denn genau ist. Und ich würde das so definieren, dass die Manosphäre als loses digitales internationales Netzwerk zu verstehen ist, das bestimmte Interessensverbände zusammenbringt. Dazu gehören die Gruppierungen, die ich aufgeschrieben habe, beispielsweise Men's Rights Activists, zu Deutsch sogenannte Männerrechtler, Father's Rights Activists, zu Deutsch sogenannte Väterrechtler, Pickup Artists, Involuntary Celibates, Incels, die vielleicht einigen bekannt sind, und auch die eher weniger bekannte Men Going Their Own Way, MGTOW-Bewegung. Ich werde nicht auf die einzelnen Gruppierungen eingehen, für alle, die deshalb da sind, um sich was über die einzelnen Gruppen anzuhören. Da muss ich leider enttäuschen. Ich habe auch den Eindruck, dass der Diskurs sehr stark so geführt wurde, wenn es um die Manosphäre ging, dass sich an diesen einzelnen Gruppierungen abgearbeitet wurde. Allerdings finden wir Inhalte aus der Manosphäre nicht nur in Foren von diesen spezifischen Gruppierungen, sondern breit über sämtliche gängige Social-Media-Plattformen gestreut. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, auch auf Imageboards wie zum Beispiel Reddit oder 4chan und auch auf Spotify über bestimmte Podcasts, über bestimmte Podcasts folgen.
Natürlich gibt es auch konkrete Websites, Foren und Wikis aus diesen einzelnen Gruppierungen heraus, aber nichtsdestotrotz steckt hinter der Manosphere meines Erachtens nach viel mehr als nur diese einzelnen Gruppierungen, und zwar eine gemeinsame Grundüberzeugung. Das ist deren kleinster gemeinsamer Nenner, die sogenannte Red Pill. Die Red Pill-Ideologie wird entlehnt einer Idee aus dem Film The Matrix. Wir sehen hier einen Screenshot des Films von den Wachowski-Schwestern aus dem Jahr 1999. Die Idee ist folgende: Es gibt eine blaue und eine rote Pille, die dem Protagonisten Neo angeboten werden. Schluckt er die blaue Pille, dann akzeptiert er die Illusion. Er akzeptiert unreflektiert und unterdrückt, innerhalb der Matrix zu leben, ohne diese als solches zu erkennen. Schluckt er die rote Pille, erkennt er die Wahrheit. Er erkennt, dass es eine Matrix gibt und hat die Möglichkeit, aus dieser auszubrechen. Innerhalb der Manosphere wird diese Red Pill-Ideologie, die ich als antifeministische Verschwörungsideologie bezeichnen würde, so aufgenommen, dass sie quasi in diese Matrix, also die Anhänger der Red Pill-Ideologie, in diese Matrix eine feministische Weltordnung reinlesen. Manchmal ist auch die Rede von einer feministischen Weltverschwörung. Die Begriffe existieren dann sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, welche Männer unterdrückt und entmännlicht bzw. verweiblicht oder auch entmachten möchte. Begriffe, die so auf Englisch und auf Deutsch beides existieren, sind auch Gynozentrismus und Femokratie. Und gerade auf Instagram, habe ich jetzt zuletzt recherchiert, gibt es auch ganz viel Content, der diese Red Pill-Überzeugung spiegelt auf Portugiesisch und auf Spanisch. Also wir sehen, es ist eine internationale Verschwörungsideologie. Diese Red Pill-Ideologie greift also die Opfererzählung einer Krise der Männlichkeit, die ich vorhin schon erwähnt habe, die aus dem deutschen antifeministischen Diskurs kommt, auf, nicht chronologisch zu verstehen, die haben sich parallel entwickelt, aber die existiert darin auch, eine Opfererzählung männlicher Unterdrückung. Zudem ist die Red Pill aber auch ein Zeugnis davon, dass es eine bestimmte Grundvoraussetzung gibt, nämlich ein Verständnis männlicher Überlegenheit. Denn immer dann, wenn feministische Gleichstellungsbestrebungen umgesetzt werden sollen oder wenn es irgendwelche Bestrebungen gibt, auf politischer Ebene was zu ändern, dann nehmen das Red Pill-AnhängerInnen als Zeugnis dessen, dass es ja vermeintlich eine feministische Weltordnung gäbe. Also es geht überhaupt nicht um das Ziel, Geschlechtergleichstellung zu erreichen, sondern die nehmen das wahr als, es gibt plötzlich ein Bestreben, geschlechtergerecht zu leben, zu sprechen, Organisationen geschlechtergerecht aufzustellen, fühlen sich davon bedroht. Allerdings kommt dann in dem Diskurs raus, weil sie eigentlich davon ausgehen, dass Männer allen anderen Geschlechtern, in der Regel denken Red Pill-AnhängerInnen sehr binär, dass Männer Frauen überlegen sind. Das kommt dann in der sogenannten Male Supremacy zum Ausdruck. Die Red Pill ist allerdings nicht nur eine antifeministische Verschwörungsideologie, sondern sie hat ganz klar antisemitische und rassistische Anknüpfungspunkte. Ich breche das ganz knapp runter, weil sie Bezug auf zwei sehr große Verschwörungsideologien nimmt, die es schon gibt. Zum einen ist die Verschwörungsideologie New World Order, die neue Weltordnung zu nennen. Innerhalb der Red Pill-Ideologie funktioniert es dann so, es wird ganz einfach behauptet, der Feminismus sei eine jüdische Erfindung und Ziel sei es, eine New World Order zu etablieren, an deren Spitze dann jüdische Menschen stehen, die die Welt regieren. Also hier sehen wir Momente von ganz klassisch antisemitischen Verschwörungsideologien, wie sie es schon seit Jahrhunderten vermutlich gibt. Und zum anderen haben wir vor allem antimuslimischen Rassismus und das in der Idee eines großen Austausches. Die Erzählung vom großen Austausch kennen wir auch schon aus der Pegida-Bewegung, wo davon ausgegangen wird, dass die westliche, die weiße, in Bezug auf Deutschland, deutsche
Gesellschaft, das weiße deutsche Volk ersetzt würde, vermeintlich durch EinwandererInnen. Vor allem werden da Menschen aus dem arabischen Raum problematisiert. Und da funktioniert das Argument dann so, dass ausgegangen wird davon, dass da ja Feminismus eintritt für körperliche Selbstbestimmung von Frauen, wozu dann auch gehört, Verhütungsmittel zur Verfügung zu stellen oder Abtreibung zu ermöglichen und gleichzeitig sich aber auch stark macht für Einwanderungsrechte von Asylsuchenden und MigrantInnen, das dazu führe, dass weiße Frauen keine Kinder mehr bekämen, dass es dann deshalb zu einem Geburtenrückgang kommt und dann der sogenannte Volkstod, wie wir ihn auch aus rechten Erzählungen kennen, naht. Und das dann kombiniert eben mit der Idee, dass, weil Feminismus pro-migrant ist, dass dann andere Menschen kommen, um dieses Volk zu ersetzen. Männerräume 2.0, so heißt mein Vortrag. Was hat jetzt die Red Pill mit Männerräumen zu tun und mit Männlichkeit? Dazu muss ich kurz ausholen, um zu erklären, wie Männlichkeit konstituiert wird. Ich habe da mitgebracht drei zentrale Perspektiven aus der Männlichkeitsforschung. Pierre Bourdieu, französischer Soziologe, geht davon aus, dass Männlichkeit innerhalb der ernsten Spiele des Wettbewerbs hergestellt wird. Ernste Spiele des Wettbewerbs bedeutet, dass Bourdieu davon ausgeht, dass Männer mit anderen Männern wetteifern, in einen Wettkampf treten, sich dadurch vergleichen und so Männlichkeit immer wieder herstellen. Diese ernsten Spiele des Wettbewerbs werden durchgeführt unter einer sogenannten doppelten Abgrenzungslogik. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass zu diesen ernsten Spielen des Wettbewerbs nicht alle zugelassen sind, sondern vor allem wird sich abgegrenzt von Frauen, die keinen Zugang zu diesen ernsten Spielen des Wettbewerbs haben. Das heißt, Männlichkeit wird innerhalb von männlichen Räumen von unter Männern selber konstituiert, unter Ausschluss von Frauen, aber deshalb doppelte Abgrenzungslogik eben auch unter Ausschluss von anderen Männern. Was bedeutet das? Ganz lang war das zum Beispiel so, dass, wenn es um ein konkretes Verständnis von was einen Mann männlich macht ging und um die Herstellung dieser Männlichkeit, dass dann beispielsweise nur von heterosexuellen Männern ausgegangen wurde. Das heißt, in diesen ernsten Spielen des Wettbewerbs wurde sich sehr konkret abgegrenzt von homosexuellen Männern zum Beispiel. Ich habe es gerade schon erwähnt, Frauen sind aus diesen Wettbewerben ausgeschlossen, was dann zwangsläufig dazu führt, dass Männlichkeit hergestellt wird in, was der deutsche Männlichkeitsforscher Michael Meuser, homosoziale Räume nennt. Und da sind wir auch beim Thema homosoziale Räume. Genau darauf nehme ich Bezug, wenn ich von Männerräumen 2.0 spreche. Und zwar ist meine These folgende, ich habe es vorhin schon erwähnt, es gab durch feministische Emanzipationsbestrebung einerseits, aber auch durch neoliberale Bewegung, gab es Veränderungen innerhalb der Gesellschaft, die auch damit einhergingen, dass ehemals homosoziale Räume in der Gesellschaft aufgebrochen wurden. Dazu gehört die Politik, dazu gehört die Wirtschaft, dazu gehören unterschiedliche Arbeitsfelder. Ehemals wurde innerhalb dieser homosozialen Räume Männlichkeit konstituiert, jetzt brechen diese Räume weg. Meine These ist, dass die Räume der Männosphäre jetzt als homosoziale Räume 2.0, als Männerräume 2.0 dienen und auch innerhalb dieser Räume eine bestimmte Vorstellung von Männlichkeit konstituiert wird. Wir gehen nochmal zurück. Unser Ausgangspunkt ist, es gibt eine männliche Verunsicherungserfahrung, weil diese Räume in der aktuellen Wirklichkeit aufgebrochen werden, nicht mehr homosozial organisiert sind. In der Männosphäre gibt es jetzt dafür ganz viele homosoziale Räume, Männerräume 2.0, und meiner Meinung nach funktioniert es genauso, wie Männlichkeit eben auch konstituiert wird. Wir haben die doppelte Abgrenzungslogik, und zwar einerseits von allen Frauen und andererseits von allen Männern, die man als Blue-Pilled, als
der Illusion aufgesessen abtun kann. Also doppelte Abgrenzungslogik, check. Wir haben die ernsten Spiele des Wettbewerbs. Hier je nach interner Logik des jeweiligen Raumes. Das sieht dann bei Pickup-Artists beispielsweise, die versuchen, über bestimmte manipulative Strategien möglichst viel Sexualkontakte mit Frauen herzustellen, dann darüber, dass dann quasi am männlichsten, wer dann in diesen Räumen, wer die meisten Sexualkontakte hat. Hier haben wir die ernsten Spiele des Wettbewerbs nach Bourdieu. In anderen Räumen wird dieser Wettbewerb dann anders aussehen, aber er findet in allen Räumen statt. Außerdem haben wir ein gegenseitiges Rückversichern eines richtigen Verständnisses von Mannhaftigkeit, was sich ganz klar abgrenzt von dem feministischen Diskurs darüber, wie Männlichkeit denn auch sein könnte. Und genau in diesem Rückversichern von diesem richtigen Verständnis konstituiert sich eine Männlichkeit, die davon geprägt ist, dass bestimmten Idealen hinterher geeifert wird, wie beispielsweise männlicher Überlegenheit, männlicher Härte und Gewaltbereitschaft. Wir haben also eine Verunsicherungserfahrung von Männern, die dann auf Räume in der Manosphäre stoßen können, wo ihnen ihre eigene Mannhaftigkeit, ein Ideal von Mannhaftigkeit wieder vermittelt wird, wo das stark gemacht wird. Und dieses Ideal kennen wir, Härte, männliche Überlegenheit, Gewaltbereitschaft, und zwar aus rechten Männlichkeitsbildern. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Björn Höcke, so geäußert auf dem AfD-Parteitag in Erfurt 2015. Höcke sagt, Zitat, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken, denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde. An dem Zitat sieht man schon, dass Höcke sehr konkret Bezug zu dieser Erzählung der Krise der Männlichkeit nimmt. Er spricht davon, dass die Männlichkeit wiederentdeckt werden muss, was voraussetzt, dass sie erstmal irgendwann verloren gegangen zu sein scheint nach ihm. Er setzt Männlichkeit und mannhaft werden gleich mit wehrhaft. Also er hat ein Ideal von Männlichkeit, was mit Wehrhaftigkeit, mit Gewaltbereitschaft und so weiter einhergeht. Und er geht davon aus, dass es dieses Ideal auch braucht, dass es die Wehrhaftigkeit braucht. Dieses Männlichkeitsideal kennen wir, das kennen wir aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist ein Männlichkeitsideal, was die neue Rechte auch immer wieder propagiert. Und genau dieses Männlichkeitsideal existiert eben auch innerhalb der Räume der Manosphäre. Und jetzt komme ich zu den Zitaten des Attentäters von Halle. Der Attentäter von Halle hat 2019 versucht, in die Synagoge von Halle einzubrechen, um sehr gezielt jüdische Menschen zu töten. Er ist am Einbrechen in die Synagoge gescheitert, hat dann zwei Menschen auf der Straße getötet und weitere verletzt. Er wurde vor Gericht gestellt und hat da Folgendes geäußert. Zitat, der Jude habe den Feminismus erfunden und sei entsprechend verantwortlich für den Geburtenrückgang und, Zitat, die Masseneinwanderung. Wer wandert ein, ist sein N-Wort und Eroberer aus dem muslimischen Kulturkreis. Der Attentäter von Halle spricht von, Zitat, der Verbraunung der Gesellschaft, von der, Zitat, jüdisch-globalistischen neuen Weltordnung und glaubt fest daran, dass das damit einhergeht, dass weiße Menschen versklavt würden. Ich habe vorhin auf die antisemitischen und antimuslimischen, rassistischen Anknüpfpunkte der Red Pill hingewiesen und hier haben wir quasi die Red Pill in ihrer verschwörungsideologischen Konstruktion einmal komplett zum Ausdruck gebracht. Der Attentäter von Halle sagt weiter, die Übertragung war viel wichtiger als die Handlung an sich. Von welcher Übertragung spricht er? Der Attentäter von Halle hat seine Tat live gefilmt, hat diese gestreamt in die Räume der Manosphäre. Der Link wurde vielfach geteilt. Es wurde ganz viel kommentiert darüber.
Und zwar sagt er, er habe das gemacht, um weißen Männern, die nicht mit den Umständen zufrieden sind, ein Zeichen zu geben, um deren Kampfmoral zu stärken und entsprechend diese Menschen zu motivieren, es ihm gleich zu tun. In dem Stream lief im Hintergrund ein Song, der hat sehr konkret, wortwörtlich konkret Bezug genommen auf die Red Pill-Ideologie. In dem Song ging es auch um den Attentäter von Toronto, ein Attentäter, der sich selber als Incel beschreibt und 2018 11 Menschen getötet hat. Der Attentäter von Halle hat geäußert, dass sein Vorbild wiederum der Attentäter von Christchurch war, der in Neuseeland 2019 51 Menschen in einer Moschee getötet hat. Und diese Attentäter haben alle gemeinsam, dass sie in den Räumen der Manosphere, vor allem in Incel-Foren, dafür gefeiert werden, diese Taten begangen zu haben. Wir sehen also, es geht eben nicht nur um konkrete Männlichkeitsideale, die wir auch aus der neuen Rechten kennen, sondern es geht um die konkrete Ausübung von Gewalt. Es geht darum, dass Menschen getötet werden. Und es geht aber eben auch darum, ich gehe noch mal eine Folie zurück, dass genau diese antifeministische Verschwörungsideologie, die Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus vor allem zusammenbringt, dass diese sich über die Red Pill-Ideologie verbreiten. Ich möchte damit nicht zum Ausdruck bringen, dass ich davon ausgehe, dass man jetzt statt das Attentat von Halle als antisemitisches Attentat zu verstehen, von einem antifeministischen Attentat sprechen sollte. Stattdessen würde ich dafür plädieren, dass wir Antifeminismus als eine Facette gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erkennen und die eben in ihrem Kontext mit anderen Facetten zusammen verstehen. Dafür sprechen auch die Ergebnisse der letzten Leipziger Autoritarismusstudie. Wir sehen hier die Korrelation, also den statistischen Zusammenhang von Antifeminismus mit anderen Facetten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und sehen hier auch bei knapp 0,5 traditionellen Antisemitismus ganz weit vorne. Korrelation bedeutet, um das Bild zu erklären, wenn die Korrelation bei 0 gibt, bedeutet es, es gibt absolut gar keinen statistischen Zusammenhang. Wenn es bei 1 liegt, bedeutet es, die Phänomene sind absolut deckungsgleich bei jeder befragten Person. Warum sollte uns das so unglaublich besorgt machen? Es sollte uns besorgt machen, weil bei der Leipziger Autoritarismusstudie zum Ergebnis herauskam, dass 33% aller Männer ein geschlossen antifeministisches Weltbild haben. Ich habe Zitate mitgebracht, die da abgefragt werden. Und 33% aller Männer, jeder dritte Mann, stimmt mindestens 4 der Aussagen zu, die ich aufgelistet habe. Was bedeutet es im Kontext der Manosphere, im Kontext der Red Pill, im Kontext der Erzählung einer Krise der Männlichkeit? Ich möchte nicht sagen, dass diese 33% aller Männer innerhalb der deutschen Gesellschaft Gefahr laufen, morgen auch zur Waffe zu greifen und es dem Attentäter von Halle gleich zu tun. Allerdings sind diese 33% aller Männer eben nur einen Klick, ein TikTok-Video, ein YouTube-Video, ein Podcast von den Contents der Manosphere, von der Red Pill-Ideologie entfernt. Ich fasse nochmal zusammen. Feministische Emanzipationsbestrebung und der neoliberale Umbau des Arbeitsmarktes haben zu einem Öffnen homosozialer Räume innerhalb der Gesellschaft geführt. Wirtschaft, Forschung, Politik, Sport, alles Räume, die ehemals männlich organisiert waren, sind geöffnet für andere Geschlechter. Und beide Bewegungen haben dazu beigetragen, dass sich die traditionellen Geschlechterrollen verändern. Diese Veränderung empfinden viele Männer als Verunsicherung. Diese Verunsicherungserfahrung wiederum wird seitens antifeministischer AkteurInnen übersetzt in eine vermeintliche Opfererzählung männlicher Unterdrückung, die sogenannte Krise der Männlichkeit. Innerhalb
Der Manosphere findet diese antifeministische Opfererzählung männlicher Unterdrückung wiederum in der Form der Red Pill-Ideologie ihren Inhalt und wird da aber erweitert und in ein verschwörungsideologisches Fundament gebettet mit antisemitischen und rassistischen Anknüpfpunkten. Die Räume der Manosphere wiederum dienen dann diesen verunsicherten, im Zweifelsfall Männern, als homosoziale Räume, innerhalb derer sie sich ihrer eigenen Männlichkeit, der Richtigkeit ihres Männlichkeitsideals gegenseitig vergewissern können und wo eben ein Männlichkeitsideal, was geprägt ist von Härte, von Gewaltbereitschaft, von Überlegenheit anderen Geschlechtern gegenüber, ausgebildet wird. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den Henning vorhin auch angesprochen hat, was die Brückenfunktion von Antifeminismus angeht. Dadurch, dass bereits 33% aller Männer ein geschlossen antifeministisches Weltbild haben, haben Erzählungen wie die Krise der Männlichkeit, haben Erzählungen wie die der Red Pill-Ideologie viel Anschluss in die Mitte der Gesellschaft, weil sie genau an diese subjektiven Verunsicherungserfahrungen anknüpfen. Und genau so können dann sowohl rechte Männlichkeitsideale als auch menschenfeindliche und antidemokratische Haltung schneller Einzug in die Mitte der Gesellschaft finden. Und um abschließend meine ein bisschen rhetorische Frage, Krise der Männlichkeit, Fragezeichen, zu beantworten. Ich würde dafür plädieren, dass wir viel weniger davon sprechen, dass wir uns in einer Krise der Männlichkeit befinden. Stattdessen gehe ich davon aus, dass wir, falls wir diese Themen nicht ernst nehmen, auf eine Krise der Demokratie zusteuern könnten. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt und bedanke mich. Ja, vielen, vielen Dank, Angela Frick, für diesen tollen Überblick und dieses Mitnehmen in diese Sphäre der Männer-Männlichkeitsideologien. Sie als Publikum haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen oder auch Beiträge zu geben. Bitte nutzen Sie dazu, ich sagte es vorhin schon, entweder das F und A-Tool unten in der Menüleiste und stellen dort Ihre Fragen oder nutzen Sie die Handheben-Funktion. Dann sehe ich das und wir holen Sie dann rein und dann können Sie Ihre Frage auch direkt vortragen. Vielleicht dauert immer ein bisschen, bis sich dann einige daran gewöhnt haben und das gefunden haben. Vielleicht kurz vorweg noch, es gab mittendrin so die Frage von einer Zuschauerin, die schon mal was von Black Pill gelesen hat im Internet und wie das denn im Verhältnis steht zu Blue Pill und Red Pill Ideologie. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Gerne. Genau, die Red Pill Ideologie ist quasi die Weiterentwicklung der Die Black Pill Ideologie ist die Weiterentwicklung der Red Pill Ideologie in Incel-Form. Also vor allem involuntary celibates, unfreiwillige Zölibatäre, das heißt in der Regel junge heterosexuelle Männer, die unfreiwilligerweise keinen Sex haben, das heißt, sie hätten gern Sex, aber haben ihn nicht, und im Internet zusammenkommen, um sich vermeintlich darüber auszutauschen und sich zu supporten, aber letztendlich eigentlich, um Frauen dafür verantwortlich zu machen, die haben die Red Pill aufgegriffen und sagen, ja, es ist so, wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen mehr Macht haben als Männer. Allerdings spitzt sich das nochmal zu, und zwar auf dem Paarfindungsmarkt, auf dem, sie nennen es den Sexual Market. Und die Incels gehen davon aus, dass Frauen oberflächlich seien, dass es nur um Aussehen ginge und dass in dem Moment, wo man keinem ästhetischen Männlichkeitsbild entspricht, man keine Chance hätte auf Sex mit einer Frau. Und das nennen sie dann die Black Pill. Also es ist quasi die Zuspitzung der Red Pill bezogen auf den Paarfindungs- bzw. Sexualmarkt. Und in der Black Pill liegt aber immer noch so ein, ich nenne es mal so ein nihilistisches Moment von, wir können da nichts dagegen tun, wir sind dem erlegen, wenn man die Black Pill schluckt. Es wird ja genau in diesen Metaphern
gesprochen, swallow the black pill, dann nimmt man das an, dass es so ist und zieht quasi sich selber in einer auswegslosen Situation, weil man diesen Attraktivitätsnormen nicht entspricht. Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Ich glaube, es gibt ja noch die white pill dann dazu, die dann eher das Gegenteil dann ist. Da geht es dann um die optimistische Sichtweise. Ich habe die red pill geschluckt und sehe dann aber, dass ich auf der vorteilhaften Seite unterwegs bin. Genau, es gibt auch schon jetzt erste Meldungen. Ich gehe mal der Reihenfolge nach vor. Zunächst Maiken Schiele hat sich gemeldet und dann möchte ich unsere Technik bitten, Maiken Schiele reinzuholen mit Ton und vielleicht auch Bild. Ja, hallo. Hallo. Genau, ich habe mal eine Frage. Also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich fand es sehr spannend. Ich habe eine Frage und zwar meinst du ja, dass sozusagen diese Konstruktion von Männlichkeit sich quasi dann im Digitalen weiterspinnt. Und eine Sache, die ich noch nicht so ganz oder genau noch nicht ganz verstehe oder mich frage, wie das dann funktioniert, ist ja, dass im Analogen sehen sich ja die Männer dann und können ja auch, sage ich mal, lesen sich da dann auch als männlich und können dementsprechend dann auch sicher sein, dass sie ihre Männlichkeit sozusagen herstellen können untereinander. Und ich frage mich so ein bisschen, wie das im Digitalen sozusagen dann funktioniert, weil ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist es ja auch so, dass die ernsten Spiele des Wettbewerbs ja auch nur zwischen Männern oder beziehungsweise die Männlichkeit nur bestätigt werden kann, wenn es jetzt nicht ein Mann ist, der selbst als weiblich angesehen, also ein schwacher Mann, schwach, was man das heißen soll, aber ich glaube, genau, ihr wisst, was ich meine. Genau, und deswegen ist ja quasi die Distinktion im Internet ja viel schwieriger. Und ich frage mich so, hast du da so, gibt es dann irgendwie so über geteilte Sprache oder wie funktioniert das da? Maiken, kannst du noch kurz deinen Hintergrund sagen? Möchte ich die anderen, die sich melden, auch bitten, noch, wo komme ich eigentlich her? Dann haben wir ein bisschen mehr den Kontext. Ja, genau. Ich arbeite auch in dem Verbundprojekt mit, was Henning am Anfang erwähnt hatte, Antifeminismus begegnet Demokratie stärken. Und ich bin von Seiten von Dissens angestellt und übernehme den Bereich vor allem der Bildungsveranstaltungen in Form von Workshops und Seminaren. Danke. Genau. Danke dir, Maiken, für deine Frage. Franziska Schutzbach spricht genau aus diesem Grund von virtuellen homosozialen Räumen. Also sie geht davon aus, dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob die TeilnehmerInnen in der Manosphäre denn tatsächlich männlich sein und welchem Männlichkeitsideal diese dann selber wiederum entsprechen, sondern es vielmehr darum geht, welche Perspektive geteilt wird, was für ein Bild von Männlichkeit geteilt wird und damit dann quasi Diskurse online innerhalb der Manosphäre homosozial männlich geführt werden. Also selbst in dem Moment, wo ich mich in der Manosphäre bewege und dann quasi irgendwas teile, entspreche ich dann trotzdem in diesem Diskurs quasi einer homosozial männlichen Perspektive. Also es geht viel weniger darum, welche TeilnehmerInnen da tatsächlich zu Wort kommen, sondern eigentlich eher um das Bild, was geteilt wird, um die Idee von Männlichkeit. Ich habe auch gerade eben schon im Chat ganz kurz, ploppt bei mir immer unten auf, gesehen, dass gefragt wurde, wie es denn da, wie Hautfarbe und Identität da reinkommt. Und auch da, es geht um die Perspektive, es geht darum, dass die Perspektive eine in der Regel White Supremacy, eine Überlegenheit von weißen Menschen, allen anderen Menschen gegenüber zum Ausdruck gebracht wird und es dann auch entsprechend keine Rolle spielt, dass dann auch TeilnehmerInnen ganz häufig nicht unbedingt weiß sind. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Frage, Maiken. Wir haben jetzt noch zwei weitere Wortmeldungen, die ich gleich dran nehme und auch schon einige in dem Fragen- und Antwort-Tool. Da wir heute nur begrenzte Zeit haben, kann es gut sein, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Da möchte ich dann jetzt schon mal um Nachsicht bitten. Als nächstes haben wir Liz Gutte, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, bitte Liz Gutte reinholen. David Kretschmann, dann erstmal David Kretschmann. Wir können Sie jetzt noch nicht hören, da funktioniert der Ton noch nicht.
Jetzt? Jetzt, ja, jetzt vielen Dank. Okay. Fand den Vortrag auch sehr interessant. Ich frage mich nur, wir wissen ja inzwischen, dass, ich habe jetzt keine Zahlen, aber zunehmend auch Frauen der Männlichkeitsideologie frönen sozusagen. Welchen Bezug stehen die denn zu dieser Männersphäre? Sind die Teil dessen? Oder gucken die darauf und finden es toll, dass es so viele Männer gibt, die das sagen, was sie sagen, was ja beschrieben wurde? Gibt es da überhaupt Zahlen zu oder wie würden Sie das beschreiben? Genau. Mögen Sie auch noch kurz was zu sich sagen oder zum Kontext? Ja, kann ich gern machen. Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, Mami. Ich bin im Trainernetzwerk von Firewall an der Antonio Stiftung, also wo es um Hate Speech geht. Und ja, vielen Dank. Ja, danke für die Frage erstmal. Ich finde das Thema Weiblichkeit und Männlichkeitsbilder beziehungsweise Weiblichkeit und rechte Männlichkeits- oder rechte Geschlechterbilder auch sehr spannend. Innerhalb der Manosphere, abgesehen davon, ne, dass die NutzerInnen ja jeglichen Geschlechts sein können, die da die Perspektiven teilen, gibt es für Frauen quasi so eine Unterbewegung, eine Untergruppe, die ich da schon der Ideologie auch zuordnen würde. Und das sind die sogenannten Tradwives. Das sind Trad für Traditional. Das sind Frauen, die dann vor allem auf YouTube einem Weiblichkeitsideal eher so aus den 50ern entsprechend vor die Kamera treten und erzählen, dass sie total aufgehen in ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter, dass sie total aufgehen drin, sich als eher so Dienstleistungsbeauftragte ihren Ehemännern gegenüber sehen und dann damit quasi dieses Geschlechterbild stützen und quasi dann wiederum eine antifeministische Haltung einnehmen, indem sie sagen, dass das ja, dass sie sich ja total wohlfühlen drin. Und ich glaube auch keine Person, die sich selber als Feministin versteht, wird das irgendeiner Frau absprechen wollen, Mutter und Hausfrau sein zu können, sondern genau, die schießen dann sehr stark dagegen und sagen, dass das ja bedroht sei, dass das verurteilt würde seitens von FeministInnen und so weiter und stützen das dann und stützen tatsächlich auch diese Male Supremacy, diese die Ideologie, dass Männer Frauen übergeordnet sind, indem sie sagen, sie finden das auch richtig so, sie finden es gut, dass sie auch finanziell kontrolliert werden durch ihre Ehemänner beispielsweise und so weiter. Vielen Dank. Ja, und es kommen immer mehr Meldungen rein. Jetzt zunächst noch David Kretschmann. Und dann werde ich gleich noch mal kurz Sandra Ho fragen, ob und was es aus dem Fragen- und Antwort-Tool gibt. Und dann gehen wir wieder zu den Wortbeiträgen. David Kretschmann. Wir können Sie nicht hören. Irgendwie funktioniert das mit dem Ton noch nicht. Jetzt bitte noch mal. So, wie ist das jetzt? Ja, danke. Ich wohne in einer WG mit Angie zusammen und bin deswegen im Grunde hier und finde es schon seit jeher sehr bereichernd, Ihre Auseinandersetzung als Soziologin und politische Bildnerin mit solchen Themen. Auch nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Selbstreflexion als Mann. Und meine Frage bezieht sich auf die Verunsicherung, die du als Ausgangspunkt benannt hast und die mir auch sehr plausibel scheint, die ich mit meiner Frage gar nicht in Frage stellen möchte, sondern mich nur gefragt habe, ob es auch dazu schon wissenschaftliche Forschung gibt, also beispielsweise Umfragen, inwieweit Männer dieser These einer Verunsicherung zustimmen, beispielsweise, oder auch alternative Umgangsformen, die es ja gibt, wie man das ja in Form von kritischen Männlichkeitskreisen, sage ich mal, Zusammenkünften, Austausch kennt, ob es da eben auch wiederum schon eine wissenschaftliche Aufarbeitung solcher Phänomene gibt. Genau. Danke. Da sei dir mein E-Paper ans Herz gelegt, da verweise ich dann auch auf Literatur, die auch eben mit diesem Begriff der Verunsicherungserfahrung arbeitet. Und was so unterschiedliche Perspektiven sind auf, wie quasi diese Verunsicherungserfahrung genutzt werden kann. Du hast jetzt schon gesprochen von kritische Männlichkeitstreffen beispielsweise. Da gibt es so ein bisschen zwei Lager. Es gibt einmal eine Forschungsgruppe, die sich
sehr konkret mit der Frage nach fürsorglicher Männlichkeit auseinandersetzt. Caring Masculinities heißt die, wo es erstmal darum geht, welche Männlichkeitsbilder werden denn auch entwickelt, welche Formen von Fürsorge und Männlichkeit gibt es schon oder werden auch schon gelebt, um genau dieser Verunsicherungserfahrung zu begegnen. Und andererseits werden aber auch genau solche Vorhaben von anderen Personen dann wiederum stark kritisiert, die sagen, naja, wenn wir quasi diesem Verunsicherungsgefühl dann wieder in homosozialen Räumen begegnen, wo Männer mit Männern sprechen können, dann werden wir nie ausbrechen können aus diesem Verständnis von hegemonialer Männlichkeit, dass Männer Frauen übergeordnet sind, weil es dann quasi so die These von den Menschen, die eher so auf die Thematik schauen, weil sich dann eben auch wieder Hierarchien reproduzieren, weil sich dann Männer in ihrem richtigen Männlichsein als beispielsweise fürsorglicher Vater dann wieder rückversichern und gleichzeitig aber eigentlich an der Geschlechterordnung per se wenig verändert wird. Ja, vielen Dank. Es gibt noch unheimlich viele Fragen, auch im Chat und auch bei dem Fragen- und Antwort-Tool geht es hin und her und noch weitere Meldungen. Wir werden die heute gar nicht alle abarbeiten können, sonst müssen wir eine Stunde dranhängen mindestens. Von daher bitte ich nochmal um Verständnis, dass das nicht alles zum Zuge kommt. Aber vielleicht jetzt nochmal die Frage an Sandra Ho. Vielleicht nehmen wir mal ein oder zwei Fragen aus dem Fragen- und Antwort-Tool. Genau, es wurde jetzt schon öfter die Frage gestellt bzw. geupvotet, ob es denn Erkenntnisse darüber gibt, welche Rolle die Männerräume 2.0 jetzt im Allgemeinen gefasst junge und junge Männer anspielt oder diese interessiert dafür, als auch die Altersstruktur. Danke. Ja, spannende Frage. Vielleicht an der Stelle direkt kurz der Hinweis. Am 17. April habe ich nochmal eine Veranstaltung, auch online, zu der man sich noch anmelden kann. Da geht es um eine ähnliche Thematik. Da arbeite ich mich allerdings am Beispiel Andrew Tate ab. Das ist jetzt quasi die indirekte Beantwortung der Frage. Andrew Tate ist ein antifeministischer Influencer. Der erreicht beispielsweise sehr viel, vor allem sehr junge Männer. Und diese Männerräume 2.0 stellt auch Andrew Tate zur Verfügung in Form von Discord-Channeln, wo es dann in dessen Logik eher darum geht, so Finanztipps zu geben, wie junge Männer vor allem sehr schnell zu sehr viel Geld kommen. So viel nehme ich schon mal vorweg. Seine Lösung ist, dass das soziale Nahfeld quasi ausgebeutet wird, also dass man Menschen unbezahlt für sich arbeiten lässt. Dementsprechend ist die Altersstruktur total unterschiedlich. Andrew Tate erreicht eher junge Männer. Jordan Peterson beispielsweise, der teilweise auch Haltung vertritt, die in die Richtung gehen, der Red Pill, erreicht eher ältere Menschen und auch ein eher schon akademisiertes Publikum. In Incel-Foren habe ich den Eindruck, sind die TeilnehmerInnen auch wieder eher tendenziell jung. Gleichzeitig gibt es dann aber auch wieder Väterrechtler und Männerrechtler in Anführungszeichen der ersten Stunde, also die quasi schon seit den 70ern, als sich Männerrechtler in den USA gegründet haben, dabei sind. Also ich würde sagen, dass das durch die Bank weg ganz unterschiedliche Altersklassen von Männern anspricht. Ja, vielen Dank. Als nächstes, und ich hoffe, wir sind jetzt nämlich mit der eigentlichen Zeit rum, wir dürfen vielleicht ein paar Minuten noch überziehen, möchte ich Opferhilfe Land Brandenburg reinholen. Ich weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Die hat sich gemeldet und dann noch Jared K. So, ist schon da. Bitte jetzt die Kamera anschalten und das Mikrofon, damit wir sehen. Ja, ich bin dabei. Hallo. Wunderbar. Ich bin Lydia Sandrock und ich arbeite bei der Opferhilfe im Land Brandenburg. Und ich arbeite aber zusätzlich noch in einem Nebenjob bei einem internationalen Netzwerk Täterarbeit gegen, also Täterarbeit häusliche Gewalt, also und zwar opfergerechte Täterarbeit häusliche Gewalt. Und ich finde es total spannend, weil wir das Phänomen ja auch haben, dass sich Männer gleichzeitig als Opfer und als Helden sehen. Ja, das ist ja sehr deutlich in dem Vortrag auch vorgekommen. Also Männer, die gewalttätig sind gegen ihre Partnerin, fühlen sich als Opfer ihrer Partnerin. Also das ist was wir beobachten.
Und was ich auch interessant finde, ist, dass ja jetzt immer, das immer lauter wird, Männer erleben ja auch Partnerschaftsgewalt. Aber jede Forschung zeigt, dass die Partnerschaftsgewalt relativ im Vergleich zu dem, was Frauen von Männern erleben, relativ geringfügig ist, was Männer von Frauen erleben. Aber dass die Männer vor allen Dingen durch andere Männer Gewalt erleben. Und das wird überhaupt nicht angeguckt, ja. Also ich in der Opferberatung, wir haben ja 20% Männer, 80% Frauen, und alle Männer, die ich in der Beratung habe, haben durch andere Männer Gewalt erfahren und nicht durch ihre Partnerin, ja. Und ich finde, dass das so aufgebauscht wird mit dem Männer erfahren, also was heißt aufgebauscht wird? Natürlich gibt es auch Männer, die häusliche Gewalt durch ihre Partnerin, das will ich auch gar nicht verharmlosen. Aber ich finde, das geht so mit in diesen Schwang von Antifeminismus, ja, dass eben nicht geguckt wird, wo erleben Männer tatsächlich schwere Gewalt, sondern nur geguckt wird, ja, die erleben ja auch von Frauen Gewalt, obwohl sie da sehr selten schwere Verletzungen davon tragen, was bei Frauen umgekehrt, die erleben, die haben, also die schwerste Gewalt oder die größte Gefahr ist tatsächlich in der Ehe für Frauen. Ja, das zeigen Studien auch immer wieder. Ja, ja, vielen Dank. Wollte ich nur, vielen Dank. Genau, vielleicht würde ich da kurz drauf reagieren. Aus theoretischer Perspektive könnte man da von einer sogenannten Resouveränisierungsstrategie sprechen, also genau das, was Sie beschreiben, dieses sich irgendwo als Opfer der eigenen Partnerin fühlen, führt dann zu einer Gewalthandlung, die dann quasi den Männern, den Tätern dann wieder Souveränität gibt. In dem Moment, wo ich Gewalt ausübe, stelle ich quasi die Hierarchien, von denen ich davon ausgehe, dass sie existieren müssen und die ich aber in Gefahr sehe, wieder her. Genau, da könnte man entweder mit Edgar Forster Gewalt als Resouveränisierungsstrategie oder auch mit Raven Connell argumentieren, Gewalt als restaurative Praxis. Gewalt zwischen Männern, ne, da haben wir es auch wieder, doppelte Distinktionslogik, aber gleichzeitig auch die ernsten Spiele des Wettbewerbs. Also wenn sich Hooligans auf der Straße mit anderen Hooligans prügeln, dann ist das eine Form von, wie Männlichkeit in männlichen Räumen hergestellt wird. Also auch da ist die Gewalt quasi konstitutiv für die Herstellung von Männlichkeit. Und ja, durchaus, es stimmt, was Sie sagen. Ich würde es ähnlich sehen. Es wird... Meine Kolleginnen von Dissens sprechen da von dem Problemscheinwerfer. Ich finde, das ist ein sehr gutes Bild. Es wird der Problemscheinwerfer dann seitens antifeministischer AkteurInnen auf partnerschaftliche Gewalt von Frauen an Männern gelenkt. Und das ist ein super tabuisiertes Thema. Das ist ganz schlimm, dass es so tabuisiert wird. Und es ist schön, dass es aufgebrochen wird und dass auch soziale Netzwerke, soziale Medien dafür genutzt werden, auch über dieses Thema zu sprechen. Und gleichzeitig ist das eben genau dieser schmale Grat, den wir auch als FeministInnen gehen müssen, dass wir anerkennen müssen, dass es Themen gibt, die einfach von antifeministischen AkteurInnen super stark genutzt werden, um ihre antifeministische Agenda voranzutreiben. Und da gehört dann eben auch partnerschaftliche Gewalt total dazu. Und was uns aber trotzdem nicht davon zurückhalten sollte, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es einfach auch ein mega wichtiges Thema ist. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt schon so ein bisschen im Überhang. Deswegen haben wir jetzt die letzte Wortmeldung, Jared K. Bitte schön. Genau, vielen, vielen Dank nochmal für die Organisation und hallo an Henning Wagen von Venn Institute und vielen Dank für den Vortrag, Angela. Meine Frage zieht eher in die Richtung Schule. Ich habe auch in dem Chat ein paar Kommentare gelesen und ich arbeite im Bereich, also ich arbeite in der queeren Erwachsenenbildung, bei Queerformat auf Stelle Kurve Bildung im Bereich Schule. Also wir bieten Fortbildung, Beratung für pädagogische Fachkräfte an. Und meine Frage ist, ob du so Handlungsvorschläge oder Argumentationshilfe für so den Kontext Schule oder den Schulkontext hättest. Denn wie wir alle wissen, ist Schule ja eben so ein Schlachtfeld, würde ich so nennen, für diese Themen, diese gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung. Da wird auch angesichts, also man sieht das auch zum Beispiel in den USA, dass es ein sehr enges Verständnis von, ein binäres Verständnis von Geschlecht gibt. Genau, also ob du da Infos oder einen Hinweis
so hast, darüber würde ich mich irgendwie freuen. Ich wünschte, ich könnte dir ganz konkrete Handlungsanweisungen geben. Leider nein. Aber Maiken war vorhin auch auf dem Podium. Bei Dissens wird ganz viel zum Thema geschlechterreflektierte Pädagogik gearbeitet. Und da gibt es dann auch dafür, auch konkret an Lehrkräfte, gibt es dann auch Handbücher, die man sich mal anschauen kann, auf jeden Fall, die ich sehr empfehlenswert finde, wo es auch, gerade wenn du sagst, du bist auch in der Erwachsenenbildung tätig, wo es ja auch viel darum geht, dann auch erstmal das Umfeld zu sensibilisieren. Also wir können nicht davon ausgehen, dass wir es schaffen, an Jugendliche ranzukommen, die teilweise, habe ich den Eindruck, auch schon deutlich weiter sind als teilweise ihre Lehrkräfte, sondern in dem Moment, wo wir pädagogisches Fachpersonal haben, was schon sensibilisiert wird, das wäre zum Beispiel ein Schritt. Aber genau, ich bin auch eher für Erwachsenenbildung, politische Bildnerin und Soziologin und deshalb kann ich viel mehr über Probleme sprechen als über deren Lösung. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Frage. Das führt mich dann an den Punkt, dass ich einen kleinen Werbeblock einfügen kann. Wir werden nämlich in unserem Netzwerk wieder im Ende September eine Netzwerkkonferenz machen und die wird sich auch schwerpunktmäßig dann mit dem Bereich Schule, Bildung und soziale Arbeit befassen. Und auch da werden wir sicherlich dann das ein oder andere von den Fragen, was kann ich tun, Handlungsempfehlungen aufgreifen und das konkretisieren, auf jeden Fall. Und ansonsten, genau, können Sie sich, wenn Sie weitere Fragen haben, ich sagte es am Anfang schon gerne, an uns wenden, antifeminismus@böll.de. Wir werden dann die Fragen an die entsprechenden Personen weiterleiten oder versuchen, Ihnen auch da weiter zu helfen. Ja, es tut mir leid, wir haben noch einige Fragen im Chat und auch noch weitere Wortmeldungen. Aber jetzt haben wir schon so weit überzogen, dass wir das jetzt nicht mehr weitermachen können. Ich danke allen, die hier so interessiert bis jetzt zugehört haben, sich beteiligt haben. Einen ganz großen Dank an Angela Frick für den tollen Vortrag und für die ja wirklich überzeugende auch Antworten auf die ganzen Fragen. Wir werden weiter hier auch in dem Projekt solche Online-Veranstaltungen und weitere machen. Gucken Sie einfach auf unsere Projektwebsite. Wir haben eine ganze Menge Angebote auch im praxisnahen Bereich, also im Umgang mit antifeministischen Angriffen, Argumentationsworkshops und Ähnliches. Also auch da gibt es doch das ein oder andere vielleicht auch noch mitzunehmen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ja vielleicht vielen Dank zu sagen und ich hoffe, wir sehen uns dann ja mal wieder bei der einen oder anderen Veranstaltung und nochmal herzlichen Dank an Angela Frick. Genau, danke auch von mir für die zahlreichen Fragen, super spannend und vielleicht bis zum 17. April.